Lili? Lee-Time! Meine? Spacko-Freunde. Spacko-Freunde. Heute mit? Super tollen Themen. Ganz besonderen Themen. Ja, ich kann mir das nicht merken. Du bist nicht gerade gebildet, mein Junge. Nein. Aber es ist okay. Ja? Aber noch Zeit. Man muss ja auch Arbeitsameisen haben. Ja? Humankapital als Arbeitsameisen. Ja. Unfassbares ist passiert. Wusstest du das? Ja. Was denn? Michael Schumacher fährt wieder. Keine Ahnung. Ich hab's gesehen und es verging keine Minute, ja, in der diese Kommentatoren, ja, oder irgendjemand anders gesagt hat, Michael Schumacher, der siebenfache Formel 1 Weltmeister. Ja. So, ah ja, ich glaube, er ist siebenfache Formel 1 Weltmeister, dieser Michael Schumacher. Alter Schwede, ey. Ging mir hart auf die Eier, möchte ich meinen. Ja, ganz ehrlich, Formel 1 ist so scheiß langweilig, oder? Ja. Ich hab den Anfang geguckt und das Ende und das war langweilig. Ja, damals habe ich Formel 1 geguckt mit Mika Häkkinen. Häkkinen mochte ich sehr. Ja, klar. Ja. Früher war es cool, aber... Früher war es noch true. Ja, genau. Was meinst du, wie Lied am Staffel 7 wird, ey? Oh, ja, dann sitzt hier irgendeiner... Und dann sagt man ständig, der 7... Blonde Haare. Siebenstaffelige... Ja. Was sagt man denn dazu? Nee, dann bin ich ja nicht mehr da. Bist du nicht mehr da? Habe ich mich abgesetzt, weil... Ja? Ihr nämlich ordentlich T-Shirts gekauft habt. Wir sind am Freitag gestartet, ja? Am Freitag sind wir mit dem Leadtime-T-Shirt gestartet. Und in der Wochenbilanz, wir kriegen ja immer eine Bilanz, hey, wie viele, noch nicht zeigen bitte, erstmal hier, ja, dankeschön. Wie viele T-Shirts verkauft wurden, kriegen wir eine Wochenbilanz. Und das Leadtime-T-Shirt ist auf Platz 1 dieser Wochenbilanz, obwohl es am Freitagabend erst reinging. Das ist fantastisch. Wir sagen jetzt nicht genau, wie viele es sind, damit auch noch ein bisschen, ja. Es sind noch ein paar T-Shirts der Erstauflage da, ihr solltet euch aber beeilen. Auf jeden Fall dachte ich mir, Sebastian und ich werden jetzt on the fly, haben wir gerade entschieden, weil ich am Samstag ja nicht Gitarre spielen konnte, ein bisschen Gitarre spielen und singen. Ja. Ein Leadtime-Song, Freestyle. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor. Kann sein, dass gleich ein Schnitt kommt und dann ist es doch vorbei. Nee. Ja? Pass auf, dann, ich muss mal kurz die Gitarre stimmen. Ist gut, oder? Ja. Klingt gut? Ja, ich weiß nicht, der Grüne ist ein bisschen... Falsch noch. Jetzt, ja. Kommt langsam. Ja, warte. Ja. Ja, so. Okay, das war das Dümmste, was wir je gemacht haben. Das nimmt uns keiner ab. Ich liebe spontanen Humor. Ja. Also. Und los. Geht's los? Ja. Ja? Ist die Crowd bereit? Die Crowd ist total bereit. Alles klar. Ihr habt das Vital-T-Shirt gekauft. Nee, das ist ein blöder Anfang, oder? Es war gut. Echt? Nein, das war falsch. Auf gekauft reimt sich ja nichts. Auf gekauft reimt sich sehr wenig, oder? Geschauft. Geschauft, ja. Ja. Okay, ihr habt Geld ausgegeben, nach höherem Streben. Leadtime T-Shirt kommt zu euch. Geflogen. Dann könnt ihr pogen, auf Konzerten. Ohne Scherten. Yeah. Ja, das war cooler vorhin. als wir es mal ganz kurz geprobt haben. Oder? Ja. Ja, wir werden uns... Weißt du, was wir machen? Was? Wir werden einen Leadtime-Song schreiben. Nee, echt? Doch, und den werden wir 6-7 Zeilen und den werden wir einmal performen morgen. Ja, aber nur mit Guitar Hero Instrumenten. Mit Guitar Hero Gitarre. Und Instrumenten, ja. Und Gesang von uns beiden dann. Nein, Moment, Aufgabe was? Heute, das ist deine Aufgabe, wenn das morgen nicht fertig ist. Ja? Wirklich vernünftig. Ja? Zwei Textblöcke, dann bin ich sehr enttäuscht von dir. Selbst. Menschlich, ja, so wie auch arbeitstechnisch. Diese Gitarre ist so geil. Logitech, wenn ihr das seht. Ich hätte gerne eine Gitarre. Möchtest du auch eine selbst haben? Ja, dann definitiv. Dann für die PlayStation 3, oder? Ja. Gibt es das für die PlayStation 3? Ich glaube schon. Das gibt es auch für die PlayStation 3, okay. Ja. Also, hier, Leadtime-T-Shirt kaufen. Wie lange haben wir schon selbst gehabt? 3:50. Brink! Ja, bringt das was oder bringt das nichts? Haben wir hier Vorschau zur potenziellen Revolution der Mehrspieler-Shooter-Genres, Arschtreten, Deluxe Plus, Screenshots? What? Ja. Unbedingt Angst schauen. Angst schauen, ja. Also, unbedingt Angst schauen. Unbedingt anschauen, weil ich glaube, das wird ganz geil. Das sind die Macher von Quake Wars. Und das war ja eins meiner Lieblingsspiele damals, als es rauskam. Enemy Territory, Quake Wars. Dann Apple, iPad. Ja? Apple verdient 54 Millionen US-Dollar nach 6 Stunden ohne ein Gerät auszuliefern. Das ist krass. Quasi nach Vorbestellung. Ist so wie unser Leadtime-T-Shirt. Ähnlich. Nur halt ein bisschen schlechter. Ja. Nur halt nicht ganz so erfolgreich. Ja. Ja. Dann PC-Action.de Steam-Gruppe. Ja, gibt jetzt 330 Mitglieder mittlerweile. Was? Dann Ehrlichkeit wert am längsten. Blog von KG Chan. Ja.
Ehrlich, wer wird am längsten? Ich lese nur kurz anfangen. Dass Ubisofts Pläne immer weiter in Richtung Konsolen gehen, war schon eine ganze Weile bekannt. Jetzt weigert sich Ubisoft sogar, einen Patch für Assassin's Creed 2 herauszubringen, um die kleinen Fehler und Probleme im Spiel zu beseitigen, da der Computer angeblich keine Zukunft habe. Hier geht es einfach um den Kopierschutz. Hat auch schon ein paar viele Kommentare. Dann hat Hudson einen Blog geschrieben. Über alles ist noch genauso, bloß anders. Ja, unbedingt lesen, ist ganz nett geschrieben. Und Gabgam, der Leon, hat unter anderem auch ein Leadtime-T-Shirt bestellt. Ja, danke dafür. Zur Crew. Zur Leadtime-Crew. Das hört übrigens einen schönen Pullover an. Danke. Darf ich den mal zeigen? Nein. Bitte, komm. Nein. Doch, dann zeig ihn selbst. Kurz. Ja, ein schöner Pullover ist heute an. Siehst wieder mal ordentlich aus. So kann man dich auch mal vorzeigen. Ja, nee, nicht heute. Hat einen Blog geschrieben über soziales Zeug auf der Seite. Über soziales Zeug? Soziales Zeug. Was ist denn soziales Zeug? Unter anderem Thread Geschenke für alle. Also wenn man mal was verschenken will, kann man da reinschreiben. Ach so. Und dann, ja, ein Blog ist es aber. Wie dem auch sei. 6 Minuten. nein, 1337 steht auf dem Shirt geschrieben. Du hast es an, Mann. Du siehst gut aus, du bist voller Sexappeal. Die Frauen wollen Sex ganz viel, aufgrund deines Shirts. Du bist kein Nerds-Kopf, hast einen Zopf, weil deine Haare doof liegen. Geschrieben stehen die Worte auf Papier, bei dir, auf dem Klo. Das ist so, die PC-Action, gekauft. Leadtime-Shirt. Woo! Ja, danke. Merkt man, dass ich ein krasser Gitarrenspieler bin, oder? Ja, kannst auch nur Krach machen. Ja, hallo? nein. Nochmal? Nein. Ich kann on the fly noch Selbstrap. Selbstrap ist scheiße. Ja, danke. Selbstrap. Hast einen Schlepp. Hoden. In deinem Gesicht. Du nennst es Nase. Doch das glaube ich dir nicht. Kannst du damit riechen? Musst du dich verkriechen? In dem Hoden! Saft am Loden! Ja, wie dem auch sei. Ja. Die Gitarre eignet sich also auch, um Instrumente zu spielen. Das ist der bescheuerste Leadtime-Running Gag, den wir jemals bringen können. Wahnsinn, ja. Vor allem ja. So oft auch. Ja, soll ich nochmal spielen? Ich habe heute nicht wirklich viele Themen. Das ist halt. Das ist schade. Wir haben morgen, meine Freunde, morgen kriegen wir wahrscheinlich die Special Edition von Metro 2033 zur Verlosung. Hat Jochen ja versprochen. Der Jochen hat's versprochen, wenn er's nicht hält, kriegt er kein Geld von mir vor 4 Metro 2033! Super. Ja. Ja. Wie du auch sagst, Metro 2033 auf jeden Fall für mich einer der potenziellen Top-Titel in diesem Monat. Weil, für dich nicht, weil es nicht für die PlayStation 3 kommt. Ja, aber ich habe ja God of War, es ist 1000-mal besser. Punkt. Wie dem auch sei. Morgen kriegen wir auf jeden Fall die Metro 2033-Version zur Verlosung, voraussichtlich. War das nicht so eine Limited Edition? Das war die Special Edition, ja. Okay. Hätte ich auch noch gesagt, selbst wenn du mal als Kameramann. Ey. Sonst würdest du vor der Kamera stehen. Dann könnten die Leute dich sehen. So stehst du hinter der Kamera. Arschloch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall verlosen wir das Ding dann. Das wird cool. Ich hoffe, ich kriege auch eine eigene, damit ich auch auf die PC-Version spielen kann, weil ich ja ein großer PC-Fan bin. Ja. Ich spiele eigentlich nur PC. Natürlich. Du auch, oder? Ja. Also Konsolen sind eigentlich scheiße. Total. Hasse ich. Ja. Ja. Und vielleicht erinnern sich die Leute, wie lange haben wir noch? 1 Minute. GTA 4, du bist eine geile Sau. Nicht nur mit Hot Coffee Mod. GTA 4. Du bist schöner als jede Frau. Und auch viel billiger. Kennst du das? Nein. Das hat 80.000 Klicks. Echt? Bei YouTube ist ein Song von Lukas, mir und Ahmed gewesen. Ohne Scheiß. Ja? Willst du das kurz hören? Warte. Oh, das dauert auch wieder viel zu lang. Nein, warte. GTA 4 Song. Warte. Da ist es. Warte, wie lange haben wir noch? 20 Sekunden. GTA 4, du bist eine geile
Jetzt. Spiel und daher voll okay. Das wird den Bosniern nicht schmecken. Man muss sagen, okay, das hat auch, einen sozialkritischen Hintergrund. Ja, machen wir 10 Minuten 15 oder sowas? Ja, wir sind schon bei 10 Minuten 15. Achso, dann sagen wir Tschüss. Ja. Und ich bedanke mich für alles. Haut da rein, baut da ein und bestellt das T-Shirt.